Seit 2014 nimmt das Martin-Luther-Gymnasium Eisleben am Lions-Benefizlauf in Halle erfolgreich teil und setzt damit auch überregional ein Zeichen für soziales Engagement. Nachdem der Lauf im letzten Jahr Corona-bedingt ausfallen musste, sollte er in diesem Jahr auf freiwilliger Basis virtuell stattfinden. Die Verantwortlichen des Gymnasiums entschieden sich, daran teilzunehmen und dafür das Schulgelände sowie den angrenzenden Stadtpark zu nutzen. Für jede Runde, so die Empfehlung, sollte 1 Euro gespendet werden, doch oft kam von Eltern oder Großeltern noch ein kleiner Bonus obendrauf. So versuchten die Schülerinnen und Schüler, zunächst der 5. bis 7. Klassen an diesem Tag so viele Kilometer wie möglich zu absolvieren und waren tatsächlich fast alle mit Enthusiasmus dabei, wie auch Sportlehrer Sebastian Pasch, Mitorganisator des Events, bestätigte. Alle Klassen sind dem Aufruf gefolgt. Wir haben so gut wie keine Verweigerer, zumindest nicht, die ich jetzt wüsste. Und alle sind mit Freude dabei. Wir haben 1,5 Stunden veranschlagt fürs Laufen. Und in den 1,5 Stunden können sie die Runde, die wir angedacht haben, so oft wie möglich, oder wie sie das möchten, absolvieren. Es ist bestimmt keine Pflicht zu laufen. Die müssen nicht zwingend im hohen Tempo. Die können auch gehen. Es geht ja nicht nur um die Sache an sich, sondern auch darum, dass die Schule in Gemeinschaft was erlebt. Was vor allem jetzt in der Zeit sicherlich sehr förderlich ist für das Schulklima und für die Kinder selber. Wir sind ja auch irgendwie die meisten zumindest hier mit Enthusiasmus dabei. Zumindest haben wir bis jetzt noch nichts anderes gesehen. Ja. Deshalb beteiligten sich auch zahlreiche Firmen und Institutionen aus oder um Eisleben an der Spendenaktion. Wie die Volksküche Eisleben, der Obsthof Aseleben, die Mosterei Kloster Mansfeld und die Volksbank Eisleben, um nur einige zu nennen. Die Ausgabe des gesponserten Apfelmostes, des Obstes und der Pfannkuchen übernahm dabei einige Elftklässler des Bio-Leistungskurses. Auch Eislebens Bürgermeister Carsten Staub sowie seine Vorgängerin Jutta Fischer mit Hund Anusch übergaben einen Geldumschlag an die Schulleiterin, die selbst passionierte Läuferin ist und die Spenden dankend in Empfang nahm. Also es ist ein guter Zweck, der zu unterstützen gilt. Wir haben auch vor Ort 2 krebskranke Kinder begleiten dürfen müssen, die also auch ihr Abitur sehr gut absolviert haben. Und deshalb liegt es uns sehr am Herzen. Und wir möchten natürlich auch ein Zeichen setzen. In dieser Zeit ist es ganz besonders wichtig, auch uns zu unterstützen, Solidarität zu zeigen und auch ein gemeinsames Erlebnis zu haben, bei dem natürlich auch solche Zwecke im Fokus stehen. Genau. Wie viele Schüler haben Sie im Moment hier? Wir haben 750 Schüler bei uns und diese Schüler sind zum großen Teil hochmotiviert angetreten. Initiiert wurde die schöne Sache allerdings nicht von Frau Gänzler, sondern von Marcel Schmidt, Vati eines der besagten krebserkrankten Kinder. Da haben wir angefangen 2014 an einem Benefizlauf in Halle teilzunehmen. Ja, und das war so ein Einschlag damals in Halle. Da haben wir gesagt, wir machen das jedes Jahr wieder. Haben dort einen sehr, sehr guten Stand bei dem Veranstalter. Die freuen sich jedes Mal, dass Eisleben anreist, weil wir nicht nur das laufstärkste Team sind, sondern wir kommen auch am weitesten her. Es muss ja auch alles organisiert werden. Und im letzten Jahr ist es ja Corona-bedingt ausgefallen. Und in diesem Jahr hat der Veranstalter gesagt, jeder kann freiwillig innerhalb von 3 Monaten einen Lauf machen für sich und gegebenenfalls was spenden. Und da haben wir als Gymnasium gesagt, nichts, wir wollen das als Sportfest machen. Wir organisieren das hier für uns. Wir laufen hier ein paar Runden, wir sammeln hier Spendengelder dafür ein an einem Tag. Und das hat der Veranstalter dann zum Anlass genommen und hat gesagt, ey, wenn das so organisiert wird, dann wird das auch der offizielle 14. Benefizlauf. Also das ist schon ganz klasse. Und im nächsten Jahr hoffen wir, Corona hoffentlich weg, beziehungsweise stört uns nicht mehr, dass wir wieder in Halle auf der gewohnten Strecke auf dem Marktplatz sein können. Doch 2021 musste die Veranstaltung in Eisleben stattfinden. Und die Hallenser Lions schickten ihre Grüße sozusagen mit einer Botschafterin in die Lutherstadt. Ich freue mich, hier zu sein und ich überbringe die herzlichen Grüße der Lions Clubs in Halle. Es sind ja 5 Lions Clubs und die Leos, die ja jedes Jahr den Benefizlauf gemacht haben und dieses Jahr und letztes Jahr eben wegen Corona nicht. Deshalb umso mehr meinen herzlichen Dank an Marcel Schmidt, der das hier organisiert hat, auch an den Bürgermeister, der das natürlich erlauben musste, dass die Schüler hier in den Park laufen dürfen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Lutherflitzern. Die waren ja immer eine hervorragende Verstärkung für unseren Benefizlauf in Halle. Und jetzt laufen sie sogar hier.
Und das auch noch für einen guten Zweck. Das Geld, was hier erlaufen wird, wird gespendet. Und zwar für den Verein Krebskranker Kinder in Halle und für das ambulante Kinderhospiz auch in Halle. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass da für jeden Euro, der da gespendet werden kann, denn hier geht es darum, wirklich armen Kindern zu helfen. Übrigens, auch der Lions Club Eisleben beteiligte sich an der Aktion. Ja, natürlich, wir wollen das auch unterstützen. Es ist eine ganz tolle Sache, der Benefizlauf unserer Lutherflitzer hier in Eisleben. Und sowas müssen wir einfach unterstützen. Also da fühlen wir uns nicht nur verpflichtet im Sinne der Lutherstadt, sondern auch für die Kinder und Jugendlichen hier vom Gymnasium. Insgesamt wurden 6.858 Runden a 650 Meter gelaufen, was einer Gesamtstrecke von 4.457 Kilometern entspricht. Also weiter als von Deutschland bis zum Nordpol. Das wiederum bedeutet, dass die 479 Aktiven im Schnitt 14 Runden absolvierten, von denen die Besten auch besonders geehrt wurden. Nach ca. 10 Tagen Auswertung stand das Spendenergebnis fest. 13.200 Euro wurden erlaufen, wobei die größte Einzelspende von der Volksbank Eisleben stammt. Organisator Marcel Schmidt freute sich und sagte, mit dieser Summe werden wir anders als erwartet nicht nur zwei, sondern mehrere Vereine unterstützen können. Und dankte nochmals allen Beteiligten.